liebe Wormserinnen, liebe Wormser, mein Name ist Jens Gut, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, gebürtiger Wormser. Und wir stehen hier vor der SPD-Geschäftsstelle, wo ich auch mein Wahlkreisbüro, mein Bürgerbüro habe. Ich bin seit 5 Jahren der Wormser Vertreter im Landtag Rheinland-Pfalz, direkt gewählter Abgeordneter. Und ja, die 5 Jahre sind schon wieder rum. Am 27. März geht es erneut zur Wahlurne. Und ich will Ihnen heute kurz meine Ziele und meine Arbeit vorstellen. Wie gesagt, hier ist das Bürgerbüro. Wenn ich nicht gerade in Mainz bin, treffen Sie mich in der Regel montags und freitags hier in der SPD-Geschäftsstelle bei meinen Mitarbeitern. Hier stehe ich für Anregungen, Fragen und Kritik in meiner Bürgersprechstunde Ihnen gerne zur Verfügung. Wir haben in den 5 Jahren einiges erreicht, was die Stadtgestaltung angeht, Radwegebau, Schulhofgestaltung oder auch der Ausbau unserer Bildungsangebote. Einiges wurde erreicht, aber ich bin auf 3 Dinge besonders stolz. Erstens, wir haben den kostenfreien Zugang zur Bildung hier in Rheinland-Pfalz realisiert. Für unsere Kleinsten ab 2 Jahren bieten wir gebührenfreie Kindertagesstättenplätze an. Die Grundschulen wurden ausgebaut mit Ganztagsangeboten. Auch hier gibt es natürlich ein warmes Mittagessen. Und das Studium bleibt in Rheinland-Pfalz natürlich gebührenfrei. Und unsere Fachhochschule entwickelt sich ganz hervorragend an ihrem Standard. Zweiter Punkt im Sozialbereich. Es gab Situationen in unseren Ganztagsschulen, als die Pausenglocke klingelte, die eine Hälfte der Klasse in die Mensa ging, ein warmes Mittagessen einnahm und die andere Hälfte der Klasse draußen vor der Scheibe stand und sich die Nase platt drückte und den anderen beim Essen zuschauen musste. Das wollten wir nicht länger akzeptieren. Wir haben es geschafft, dass jetzt alle Kinder gemeinsam, wenn die Pausenglocke klingelt, in die Mensa gehen und alle ein warmes Mittagessen erhalten. Das haben wir mit dem Sozialfonds des Landes einrichten können. Dritter Punkt, in Zeiten der Wirtschaftskrise, als der Bund mit Milliardenprogrammen die Banken gestützt hat, da haben wir in Rheinland-Pfalz ein Landesbürgschaftsprogramm aufgesetzt, was insbesondere die kleineren und mittleren Unternehmen unterstützen soll. Und weil es auch durch die Presse ging und in der Zeitung stand, darf ich es hier sagen, Möbel Chef war so ein Unternehmen, was mit einem Landesbürgschaftsprogramm gerettet wurde. 280 Arbeitsplätze konnten hier in Worms erhalten werden, mit den ganzen Existenzen, die hinten dran stehen, Familien mit Kindern und vieles andere mehr. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Meine Ziele für die Zukunft, es gilt nach wie vor, das Bildungsangebot in unserer Stadt auszubauen, zu einer Bildungsstadt. Dazu möchte ich beitragen, beispielsweise auch die Talente und Begabungen unserer Jüngsten zu fördern. Es gilt nach wie vor, für gute Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sorgen hier in unserer Stadt. Und der dritte Punkt, wir wollen unsere Stadt weitergestalten. Vieles ist erreicht worden in den letzten 5 Jahren, aber es gibt noch einiges zu tun. Unsere Straßen müssen noch saniert werden, die Schulen sind noch zu modernisieren. Aber da will ich weiter dranbleiben, dass wir in den nächsten 5 Jahren auch da wieder einiges erreichen. Ich bin auch stolz, Wormser zu sein und ich bin auch stolz, in der Mannschaft von Quebec zu sein. Deshalb bitte ich um Ihr Vertrauen am 27. März bei der Wahl, um Ihre Erststimme, was meine Person angeht, und um Ihre Zweitstimme. Denn die sichert die Wiederwahl von Kurt Beck als Ministerpräsident. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung.